Was kann bei diesen Operationen auftreten? Entzündung, Infektion. Sie bekommen dafür ein Antibiotikum während und nach der Operation. Wenn wir eine Entzündung oder Infektion im Auge haben, theoretisch kann man erblinden oder das Auge verlieren. Es ist extrem selten. Deswegen ist es immer sehr wichtig, sehr schnell zu handeln. Falls Sie merken, dass etwas für Sie nicht gewöhnlich ist, bitte sofort bei uns melden. Am nächsten Tag nach dem Eingriff findet bereits die erste Nachkontrolle statt. Ein erhöhter Augeninnendruck kann vorkommen, eine Hornhautschwellung, Netzhautschwellung. Alle weiteren Komplikationen entnehmen Sie bitte ganz genau aus der Einverständniserklärung. Dort ist es sehr genau alles noch genau erklärt. Falls Sie dazu noch Fragen haben sollten, schicken Sie uns bitte eine kurze E-Mail mit allen Ihren Fragen und wir rufen Sie umgehend zurück.